Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch so, dass viel zu viel Gedöns gemacht wird um die Persönlichkeiten und um die Geheimnisse. Was soll der ganze Krempel? Von mir aus können die also ja, wissen Sie was? Ja? Ich war bis vor 30, 40 Jahren war ich der Meinung, dass man da sehr große Wert drauf legen soll. Aber seitdem so und so alles immer klar ist, dass es so und so jeder weiß. Ich heute nichts mit dem Pferdestand. Sie werden sich wundern. Platzfreihand. Weil so und so jeder alles weiß. Nicht jeder, aber diejenigen, die es wissen wollen und es genügend Einfluss haben, die wissen es. Die Dinge sind auch selbst gestaltet hier. Also diese ganze Zeichnungen, alles mehr drum und dran. Ja, sind Sie dort zuständig? Ich war nämlich mal auf der Fachschule für Holz und Elfenbein und wenn Sie ihn kennen, mein Kunstlehrer war Dian Holschuh. Ich kenne Holschuh? Nee, ja? Sagt mir nichts. Nee. Holschuh, der hat das Elfenbein in die Moderne reingebracht. Müssen Sie mal ins Elfenbeinmuseum gehen. Sehr interessant. In Erbach? Ja, Erbach. Ja. Von ihm macht Regen, was neu kommt, macht eh. Das ist meine Ausstellung, die Neurodegensis-Ausstellung. Das ist die Geschichte als Leitfaden für die technische Entwicklung. Das heißt also, in diesem Fall geht es um die Schreibmaschine. Aha. Ja, yes. Yes, also ich wohne sozusagen im Museum. Nee, hier wohne ich nicht. Das ist vermietet. Ach so. Ach, guck mal, da steht auch noch ein junger Mann. Ja, das ist der David. Der David? Der hat seinen Arm mit verloren. Okay. Der hat zuerst geschwungen. Ja? Jetzt soll er sich ausruhen und die arbeiten die Kleider neben ihm. Ja, dein Kleiderbüschel. Und das, was hier. Das ist ein Drucker oder was ist das? Nee, das ist eine Kaschiermaschine. Kaschier. Da haben sie gefilzt. Ja? Das sind dann die Filzhüten, das alles mehr gemacht worden. Das ist hier interessant. Das ist ein Sackkarren. Und wenn Sie den hier drehen, geht der nach oben. Das heißt also, wenn Sie jetzt was auf den Bohrquatsch, der ist Baujahr 58, wenn Sie da was draufladen, dann laden Sie das hoch bis in Brickenhöhe. Ist gleich die Hub. Und dann haben Sie eigentlich, wollen wir sagen, gleich den Vorfahren vom Gabelstapler. Genau. Was das ist alles? Das ist alles von der Waschmaschine, vom Waschbrett bis zur Waschmaschine. Es ist alles miteinander eine Erfindung. Borgquat. Es wird immer mit drauf aufgebaut. Ja. Ein Borgquat. Ach, da oben ist eine Matterfalle. Die kenne ich ja auch. Der war da drin und seitdem ist er Gott sei Dank nicht mehr aufgetaucht. Aha, einmal drin und nie mehr wieder, ja. Oh, ein Schleifstein haben sie auch. Ja. Das war bei meinem Großvater auch. Nichts finden, was ich nicht finde. Okay. Ja? Ich bin jetzt schon jahrelang hier draußen vorbeigefahren, aber ich bin noch nie auf die Idee. Ich habe es halt nur aufgemacht wegen Tag des Museums. Sie sind mein einziger Gast heute. Da haben Sie Glück. Das habe ich mir Zeit. Genau, sehr wunderbar. Ich habe hier auch die Milchkanne, weil die viele wissen nicht mehr, dass das eine Milchkanne ist, habe ich auch Milch eingefüllt. Ach, sehr schön. Ja, die Attrappe muss sein. Und ja. Das ist, wie nennt man das? Ein Flug oder Ecke oder wie? Das ist eine Schäufelsche Kulturecke. Kulturecke. Ja? Damit haben Sie, wenn man sagen, zwischen den Kartoffelreihen haben Sie das Unkraut aufgerissen, ja? Entwurzelt, kann man sagen. Und mit dem Hauptflug sind Sie dann später drauf, weil die Reihen ja 50 auseinander sind. Und da haben Sie die Erde wieder beigehäufelt mit dem gesamten Unkraut. Das ist dann mehr oder weniger verdörrt. Ach so. Und hat auch noch gedüngt. Ach, da haben wir die zweimal drüber fahren müssen, mit dem da und ja, mit dem da. Ja, die sind mit den Pferden durch die Reihe. Ja. Haben die ja kaum was kaputt gemacht. Ja, sind. Haben das aufgekratzt und haben es wieder beigehäufelt. Interessant. Ach, da ist ja so einer, ein Wurf. Das ist ein Wurf, der hat, wie gesagt. Diesen der Draht. Hat das, der hat das Drahtgitter drin. Da sehen Sie das genau. Ja, sehr gut. Oh, und da. Das ist ein Schraubstock. Schraubstock, genau. Der war vorher mit seinem Stiel und im Betonboden drin. Ich muss Ihnen nachher noch mal was Besonderes fragen, weil ich habe noch ein Anliegen von einem ganz besonderen Gerät, das ich noch nur jetzt neu bauen will. So ja. Das, da gehen Sie zu Leonardo da Vinci. Ich, genau. Das ist das größte Ass aller Zeiten. Ja, das hat man gesagt. Schreiben Sie jetzt sogar statt um 3 sogar noch das Fahrrad zu. Ach gut.
Ja, obwohl ich da bei 30 bin. Bei der Schreibmaschine bin ich auch bei 30. So, ohne Fass haben sie auch. Das ist eine frühe Spätlese. Ja, sehr gut. Schätze müssen auch ab und zu mal sein. Ja. Und zwar bin ich Baujahr 45. Ja. Mein Vater war bereits 46 Jahre alt. Ja. Und ich bin im April, das ist also früh im Jahr, bin ich da geboren. Deswegen 1945 früh Spätleser. April ist gut, jawohl, so ist es immer gut. Ich 30. April, das ist das Schöne, da ist der Mai gleich hinten dran. Da haben Sie nochmal einen Schleifstein. Ja, der stand da in der Werkstatt. Das ist ja eine Fehlkonstruktion. Ich kann mir nur vorstellen, dass man hier geleiert hat und der hat hier seinen Fuß drauf ausgeruht. Weil treten kann man da ja nicht. Es scheint mir nur, dass der hier geleiert hat und dass der Schraubstock unten bleibt und dass der seinen Fuß hat. Da fehlt vielleicht noch ein Teil. Ne? Das müsste ja Unwucht da haben. Ne? Interessanter ist das da. Das ist ein Butterschlenkerfass. Das da hin. Ist rund gelaufen und dann hat es dann nachher die Butter gemacht. Und das da hinten kennen Sie ja. Butterschlenkerfass. Ja, die Leiter, die Deichsel, die Waage und die Sendscheid. Boah, da ist ja noch, dahin ist ja eine Säge noch, ne? Das ist eine Drumsäge. Eine Drumsäge. Mit 8 Zahn. Aber die anderen sehen sie drin. Aha, 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 was da alles gibt. Ja, da fehlt natürlich was. Das kann ja nur funktionieren, wenn da vorne was zu betätigen, so wie beim Webstuhl sozusagen. Könnt ihr mal runterkommen? Steht ich habe unwahrscheinlich von den 100 Leuten, die vor dem Museum stehen, habe ich mir einen rausgesucht. Der scheint ganz nett zu sein. Gleich mal zu dem, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Ja. Das ist das Allerneueste. Können wir gerade zuziehen, die Tür? Vorne? Ja, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das so sehe ich das auch. Das mache ich hier dabei sicher fühlen. Nee, ich fühle mich durchaus sicher. Kalt ist es. Kühl, sagen wir es mal so. Das ist kühl, das ist gut für Sie. Boah, warte mal, da ziehe ich erstmal. Ja, deswegen ziehe ich erstmal meinen Pullover auf. Wir haben hier das Telefon, das heißt also Reis. Wir haben hier die Entwicklung zu Computer, das heißt also Zuse. Ja, wir haben hier den Fernschreiber, wir haben hier das Fax, wir haben hier die Rechenmaschine. Wer die erfunden hat, ist ein Fragezeichen. Wir haben hier den Film, also auf Deutsch sagt die Laterna Magica. Wem haben Sie das Radio zugeschrieben, das erste, was Sie genannt haben? Dem Herz oder wie? Nee, das Radio ist eigentlich, müsste ich jetzt sagen, das ist eine gemeinschaftliche Entwicklung. Okay. Da haben viele dran gearbeitet. Yes. Ja, und was, können Sie das zuordnen, welche die älteste von denen da ist? Ja, das ist hier die vorderste. Die da? Ja. Die anderen habe ich nur auf dem Fotoapparat. Also es ist so, ich ziehe hier ein Zeitfenster von 300 Jahren, ja, über diese Schreibmaschinengeschichte, über diese Entwicklung, weil ich sage, 1714 ist das erste aufgetaucht, und zwar war das eine Patentanmeldung. Weder haben wir noch die schriftliche oder ein Modell, es ist überhaupt nichts mehr da, es ist nur eine Anmeldung über eine Schreibmaschine, also die in Deutschland das erste Mal das Wort Schreibmaschine auf. In Deutschland am Patentamt. Zugeordnet ist die Schreibmaschine dann 1864 dem Mitterhofer. Ja? Okay. Der Mitterhofer, der hat hier hinten, das kann ich halt nur im Modell zeigen, weil diese Schreibmaschine, wenn Sie die wollen, die kostet so ungefähr 10.000, ja. Und das Geld habe ich halt leider hier nicht. Das ist die Schreibmaschine, die ist total aus Holz und ist hier oben rund. Ja? Und dann ist diese ganze Sache schreiben, die hier auch irgendwie Ausstellung in Wien, ja? Ist die nach Amerika geschwappt, ja? Zu diesen Herrschaften hier. Ja? Augenblick, wir müssen sie hier. Da haben wir den Jost, der hat mehr oder weniger sich mit reingewurstelt und hat von diesem Scholz,
Souls und Klicken, ja, das waren drei Personen, die die Schreibmaschine meiner Ansicht nach, weil sie auch rund ist, ja, und Unteranschlag hat, genau wie der Mitterhofer sei, haben die das ganz schön abgeguckt, ja. Okay. Und die haben dann der haben dann einen Sponsor gesucht, und da ist der angebliche Sponsor, obwohl der nicht viel gebracht hat, ja. Das war hier dieser gute Mann, ich muss also mal nachgucken. Der Wagner. Denz Mohr. Eine verbesserte Der Wagner hat das Anschlagssystem verbessert, was eigentlich hätte gar nicht sein brauchen. Es ist so wie bei den ganzen Fotoapparaten, die haben bereits schon einen neuen, besseren entwickelt, bringen aber nicht raus. Ja? Bringen erst raus, wenn sie wieder was Neues haben. Okay. Um immer was hinterher schieben zu können, sofort, dass die Leute kaufen. Sofort. Und diese ganze Entwicklung ist eigentlich auch so, dass das ganz klar die Amerika sieht, das ist eine wirtschaftliche Angelegenheit. Hier in Deutschland hätten sie die Schreibmaschine gar nicht reinbringen können. Ja? Aber dort in Amerika, da war der Südweststaatenkrieg, der war rum. Ja? Und diese Schreibmaschinenfabrik, ja, die hat ja auch Munition und Waffen hergestellt. Da ist doch Remington. Ich sage immer, frisch rasiert und gut gewaschen, aber sie die Leute in den Krieg geschickt. Okay. Und nachdem der Krieg ja rum gewesen war, haben die eine Lücke gehabt. Okay. Und dann mussten die irgendwas finden, weil sie haben ja nicht mehr so viel Waffen und Munition verkaufen können. Ja. So sehen Sie das. Und haben die sich auf die Schreibmaschine gestürzt. So sehen Sie das, sonst wäre die Schreibmaschine gar nicht gekommen. Und da haben die sich auf die Schreibmaschine gestürzt, ja. Die Männer waren ja im Krieg auch gefallen. Ja. Und dann kam der Beruf der Sekretärin. Ja, und dann haben die Kurse abgehalten, ja, die von denen bezahlt worden sind. Aber mit Schreibmaschinen, mit Blödsinn, ein Wahnsinn, Unteranschlag. Das heißt also, die haben von unten an die Wanze angeschlagen. Ja. Von unten. Das heißt also, wenn Sie das haben lesen wollen, haben Sie das erstmal hochheben müssen. Okay. Ja, das war also... Das waren die Anfänge halt. Ne, das hat mit Anfängen nichts zu tun. Wir haben ein paar Jahre später oder sonst irgendwas. Und auch schon hier haben wir ja hier bei diesem... Ach, das war ja die älteste, Herr Sarasier. Und da warst du schon anders. Okay, die geht sogar. Ja, okay. Ja. Obwohl ich aufs Gehen gar nicht so einen großen Wert lege. Yeah. Hier haben sie den, meiner Ansicht nach, den Friedrich Christian Ludwig Freiherr Dreis von Sauerbronn. Der hat die Draisine erfunden, der hat vieles erfunden. Und da steht hier bereits 1821, hat er die Schreibmaschine für 25 Tasten gehabt. Ja? Dann hat er eine Schreibmaschine entwickelt mit fühlbaren Buchstaben für seinen Vater, der erblinden war. Und dann hat er, das wird ihm anerkannt, dann hat er die Schnellschreibmaschine, die sogenannte Stenotype, ja. Ja. Die hat er dann erfunden und die sehen wir hier vorne. Ja? Und das müssen Sie sich mal vorstellen, das war bereits 1829. Und die kommen hier mit diesem Dings, muss man sagen, die Erfindung wird ihm zugesprochen 1864. Das ist ein bisschen später. Aber wann sie sich dann richtig, sehen Sie das hier, das sind die Stenotypen. Mit denen haben sie Parlamentsreden und Sonstiges, die sind bei Gericht verwandt worden. Okay. Ja, haben sie mitschreiben können. Gleich mitschreiben, ja. Weil das ist so ein System, so ein, wie es bei Akkord ist. Ja. Ja? Da werden zwei und sonstige Tasten lassen. Ja. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist so ungefähr auch wie hier die Blindenschreibmaschinen. Okay. Ja? Die auch dazukommen. Das heißt also, meiner Ansicht nach ist es der Dreis gewesen. Und wenn Sie in die Geschichte reingehen und machen das, der ist, wollen wir sagen, Adel ohne Geld. Ja? Die haben kein Geld gehabt, aber sein Patenonkel war mehr oder weniger der Landesherr von Baden. Ja? Ja. Und der hat ihn angestellt als Forstbeamter als erstes. Die haben aber dann festgestellt, der Beruf hat ihm gar keinen Spaß gemacht. Und der ist für Erfindungen freigestellt worden. Sehr gut. Aber selbst sein Fahrrad, was er ja das einspurige Fahrrad, was er erfunden hat, ja, wo sie jetzt ja sagen, oh, das war voraussichtlich auch Leonardo da Vinci. Ja? Aber das, was der da erfunden hat, hat er ja gar nicht patentieren lassen können. Aus einem ganz einfachen Grund. In Baden gab es kein Patent. Ah, ja, klar. Und wenn man da die Geschichte mal innerlich für sich aufrollt, wird man feststellen, aha,
deswegen haben sie dem nicht die Schreibmaschine zuschreiben können, weil dort dafür braucht er ein funktionales Modell und die Zeichnung dazu, dass es ans Patent anmelden kann. Ja. In Baden haben sie aber nur eine Lizenz bekommen. Aha. Auf 5 oder 7 Jahre oder auf 10 Jahre. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber das ist der Hintergrund. Mhm. Ja, der war an x Stellen, damit sie sein Fahrrad, aber da hat er nur eine Lizenz gekriegt. Und in Frankreich und in anderen Ländern hier haben sie es ganz einfach ohne Lizenz nachgebaut. Was hat er da davon? Ja, das ist so. Ja? Das ist sein Fahrrad war nur akut, wie dieser Vulkanausbruch in Indien da in dieser Ecke gewesen war. Ja? Ja. Und da waren wir sagen, die Ernten sehr, sehr schlecht. Ja? Ja. Und da ist man hergegangen und hat eigentlich die Pferde aufgegessen und dann hat man kein Transportmittel mehr gehabt. Und da ist seine Dressine und sein Fahrrad mal in Bewegung gekommen. Und wie wieder genug Futter da gewesen war, dann hat man das Fahrradfahren auf dem Trotter war verboten. Und auf der Straße, was ein Matsch und ein Lehm gewesen war, aber sie nicht fahren können. Was vorbei? Man hat es verboten wegen dem gefährlichen Balancieren da. Okay. Ja, 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 ja. Aber hier haben sie die ganzen... Und wo haben sie die ganze Maschine? Die ganzen Eckpunkte. Ich habe einige gehabt und dann hat einer seine Sammlung aufgelöst und dann habe ich mir halt das rausgesucht, was ich als Eckpunkt für wichtig finde. Ja, das heißt also, es hat doch gar keinen Sinn, wenn wir sagen, wenn ich jetzt hergehe und sämtliche Modelle hier habe. Ja, das erschlägt einem ja. Im Weltmuseum Patschins stehen 400 Stück. Ja, ja. Und nochmal 200 im Keller. Ja, jetzt hat ja gar keinen Sinn. Da sind sie fix und fertig. Normalerweise sind diese Informationen überhaupt nicht sichtig. Okay. Das heißt also, man ist erst einmal hier, das sind auf dem Tisch die Eckpunkte mit den verschiedenen Anschlagsystemen, ja, mit Unteranschlag, Vorderanschlag, Oberanschlag, ja, seitlichen Anschlag, mit Flügelangelegenheit, mit Hebel, mit Stoßstammenprinzip und. Ja. Und das kann man abbauen anscheinend. Das ist, wo man sagen kann, man herunternehmen, demontable. Ja. Damit Sie hier das besser reinigen können, ja, dann haben Sie hier eine, das können Sie herausnehmen, damit Sie, wo man sagen, ein anderes Typenfeld, ja, mit allem drum und dran einbauen können oder auch eine andere Sprache. Ja. Das heißt also, ich habe auch hier verschiedene Sprachen und da bin ich ganz stolz auf die hier vorne. Was heißt Sprache? Länder. Ja, warum? Ja, Buchstaben sind doch überall gleich, oder nicht? Also die Sprache, griechische. Ach, griechisch. Griechisch, ja. Griechisch, russisch. Griechisch, russisch, alles da. Da gibt's auch persisch. Oder was wissen Sie, was hochinteressant ist? Chinesisch. Das habe ich nicht. Ja, gut, da gibt es 2000 Schriftzeichen. Aber zeigen Sie mir mal, welche die persisch haben. Ja. Persisch. Das ist eine Optima, ist Erfurt. Ja, frühere Olympia, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist Olympia hier in Deutschland benutzt worden und die Gerichtsbeschluss war gewesen, die müssen sich einen anderen Namen raussuchen. Ich glaube, kurz hießen sie mal Erfurt. Ja? Das heißt, haben Sie da jetzt griechische, mit griechische? Ja, hier. Wo? Da können Sie den Kuchenkopf auswechseln in griechisch. Ach, ja? da ist ja russisch? Ist russisch. Das ist griechisch, ja. Und hier haben Sie, das ist ein ganz toller Typ hier. Da muss man aufpassen. Hier haben Sie, das ist eine ganz, ganz interessante Angelegenheit, das ist die Mignon. Und zwar war das ein ganz toller Typ, in Aschaffenburg geboren, in Berlin gearbeitet. Ja, und es war nach ganz kurzer Zeit, war das dem Werner von Siemens, ja, sein bester Mitarbeiter, auf Deutsch sei rechte oder sei linke Hand, ja, Friedrich von Häfner Alteneck. Ja, ja, ein Adler. Der hat die Zeigerschreibmaschine erfunden, das ist der Urvater der Zeigerschreibmaschine. Und bei dem haben sie andere Felder einlegen können. Ach ja, so, ja, ich verstehe. Für Scheckschreiben, für Großbuchstaben, für alles Mögliche drum und dran. Und hier habe ich auch da dabei
den Kopf haben sie auswechseln können, da haben sie also nicht ein ganzes System auswechseln müssen. Das war so das Richtige für den kleinen Handwerker. Sehr. Oder für den, der Lebensmittel verkauft hat. Der konnte seine Ware auszeichnen im Geschäft, da ist man drum und dran. Und hat hier nicht großartig die 10 Finger blindschreiben geübt. Ja? Mhm. Wo sie ja 10 Finger blindschreiben, sehen Sie da vorne an dieser Holzkiste. Hat sich ja nicht jeder eine Schreibmaschine leisten können, aber es wollte ja jeder schreiben. Mhm. Und dann hat er hier die Holzkiste gehabt, wo er das Blindschreiben üben konnte. Ja? Ach, so geht's. Ja, da gibt es genug und zu viel, eventuell sonst. Ja, das kann ja so und so keiner alles. Nee, das ist unmöglich, das sage ich dann halt auch immer. Ach, das sind Stenografien? Das Museum ist eigentlich eine Angelegenheit in unserer Kulturgeschichte. Und meine Sachen, wenn es ein Museum ist, wie dieses hier ist, wäre ein Besuch von dreimal im Jahr angebracht. Ja, dass Sie das überhaupt hier so den Platz zur Verfügung stellen und so, dass Sie das überhaupt haben. Ja. Ah ja. Das sind doch interessante. Chinesisch muss noch her. 2000 Schriftzeichen. Da wird man sich dann auch reduzieren. Hier haben Sie eine Schreibmaschine, da können Sie bereits in fertig gebundene Bücher nachher einschreiben. Also in Amtsbücher, sonst irgendwas. Ach so. Geboren ist der. Ja. Das ist eine umgedrehte Unteranschlagmaschine, die tippt also nach unten. Das ist jetzt nur eine Präsentation. Da legt man die Maschine original ist dann hier 3 Meter lang, kann ich nicht ausstellen. Ja, die legt man dann die Bücher unter. Die druckt nach unten und geht immer eine Dings weiter. Und wenn ich hier schalte, geht sie eine Zeile runter. Ich erwarte sie. Ja. Das ist hier eine sogenannte, wie nennt er sich, der Heuhüpfer. Ja, was ich da vorhin erwähnt habe, ja, der hier mehr oder weniger ein Getriebe, also ein Hebelwerk eingebaut hat. Und der Hess hat es dann halt nochmal verbessert. Also es waren alles miteinander Deutsche, auch dieser hier, der bereits, dieser gute Mann, der Blickensterfer, der hat bereits 1902, die existiert gerade noch dreimal auf der Welt, deswegen habe ich sie nur in Foto, ja, der hat bereits 1902 eine Kugel, kopfähnliche wie da vorne, diese grüne ist, die die kenne ich noch. Hat er 1902 rausgebracht, hat sich nicht durchgesetzt, weil in Amerika war das Stromangebot nicht einheitlich. Das heißt, sie haben da 125 gehabt. Und da brauchen wir, es muss elektrisch sein. Und bei der elektrischen brauchen sie durchweg ein einheitliches. Ja? Mhm. Aber dieser Kopf hier, dieser Schreibkopf, der tut sich bereits in 15 verschiedene Richtungen neigen. Also das war der Vorläufer, aber das ist dann 1902. Und dann haben wir ja 2 Weltkriege. Und was da nachher produziert wird, das ist ja alles, was fürs Militär produziert wird. Alles andere muss in den Hintergrund treten. Ja, die kenne ich noch da. Das sind ja wirklich typische Maschinen. Wenn Sie alles sehen wollen, müssen wir ein bisschen schneller machen. Die Bibliothek. Teil aus Haushaltsauflösung, zum größten Teil aus der ehemaligen. Da ist also die DDR mit bei und auch das, was vor der DDR passiert ist. Ja, und da haben Sie Ihre Leute. So 2.000 bis 3.000 Bücher. Und da haben Sie Ihre Leute, die Sie dann versorgen. Nee, und das ist nicht. Mein eigener Anwalt. Das ist Insel ohne Leuchtfeuer. Ja. Das ist wie das Museum an für sich auch. Die Leute gehen immer nur dahin, wo die meiste Werbung gemacht wird. Ja gut, das ist ja mit Büchern ist es natürlich auch so Sache. Ja, mit Büchern sowieso. Das ist auch nur so eine Nebenerscheinung, weil ich die habe für ein Appel und ein Ei gekriegt. Ah ja, Bücher, das ist ja heute. Man muss halt auch, das ist dann... Man greift da einfach mal neu. Auch präsentieren können. Das ist die Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Und was gucken wir da neu? Wir machen mal einen Test, was wir uns rausgezogen haben. Um Mittag des nächsten Tages war die arme junge Frau in wenigstens äußerlicher Hoffnung. Oder wie, oder was? Muss man auch lesen können. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Da sind sie wieder zurück. Ich bring die Freude mit. So, das ist natürlich gut. So, ja. Wir müssen nach oben. Ja, oh Jesus, nee. Ich bin hier jetzt einfach nur mal so, zack, und dann bin ich jetzt drin. Ja. Da denkt man an nichts.
Das bin ich da jahrelang vorbeigedüst, ne? Mercedes. So, jetzt muss man ja erstmal drauf gucken. Ne? Original und Täuschung. Fälschung heißt das. Ach so, okay. Und das da? Ja, wenn ich bei mir daheim noch rumsuche, finde ich so einen Computer noch. Laptop. Mein das erstes. Ist mein erster Computer Triumph Adler. Ach, das ist Ihr? Ja? Das war mein erster Computer Triumph Adler. Ja, ich habe eben ganz kurz was Ähnliches habe ich ja auch gehabt. Mit zwei Laufwerken. Entblendungsbildschirm, ja, okay. Tastatur und Drucker. Ja. Kostenpunkt über 20.000 D-Mark. Was? Ja. Wow. Haben Sie sich das geleistet, ja? Sind Sie so, als sind Sie... Dieses Kinderheim für Behinderte. Boah. Und da habe ich... Ja, 20.000, ich mein Laptop von 2000. 1982 habe ich bereits mit Computer gearbeitet. Okay. Das lieber Mann, und hier Postkarte habe ich auch daheim. Ja, dann könnte ich auch eine Sammlung aufmachen. Großonkel von mir hat die Dinger gesammelt. So, sind da noch Briefmarken? Meine Schwester hat die dann ausgeschnitten. Praktisch, ne? Hey, das ist ja fast wie in der Heimat. Oh. Das ist die Heimat. Ach so. Von der Barock, Hochbarock bis zu Art Deco, das sind über 300 Jahre. Das kann man nicht in eine Videoangelegenheit von 10 Minuten machen. Ja, aber das heißt, wenn Sie was machen wollen, dann picken Sie sich einzelne Themen raus. Ja, wie soll ich das dann machen? Ich will hier bloß jetzt zeigen, dann, wo ich überall rumfahre. Genau, machen Sie das. Wo ich gerade vorbeikomme. Also hier vorne haben wir fangen an mit dem Telefon Reis. Hier geht es weiter mit der Schule. Da haben sie dann die ganzen Zeitschriften eingepackt in Plastik, damit es hygienisch einwandfrei ist. Oh, da ist Dritte Reich, ist auch dabei. Ja. Da, da leider sehr beliebt. Wie die Waffen, die sind auch sehr beliebt. Ah ja? Ja. Wir müssen wieder gehen. Ja. Weil wir um 6 Uhr sein müssen. Ist in Ordnung. Tschüss. Passt schön auf. Habt ihr oben alles aufgeräumt? Die schönen Frauen sind auch da. Alles wieder hin, wo es gewesen war. Der Zögling sozusagen. Ich muss auch ein bisschen drauf drücken. Ja. Es ist so und so. Das ist ja alles viel zu viel. Ich sag's Ihnen ja, kommen Sie wieder. Ja. Da ist der Fernseher. Hier ist also die Musik, die Hausmusik und die ganze anderen Angelegenheit. Ich ziehe Ihnen mal was auf. Das ist von meinem Urgroßvater. Das ist von Ihnen? Ja. Es sind sehr viele Familienstücke hier drin. Die sind ja faszinierend, diese Spieluhren. Ja. Hinten haben sie einen mit Glockenwerk. Dann haben sie die ganze Radioapparatgeschichte von den Röhren, ja, zu den Transistoren, zu den Leiterplatten. Alles miteinander hier mal anschaulich gezeigt, hier bei diesem... Bei dieser sogenannten Radio, die U-Bahn, ja, ist das mal gezeigt worden. Oh, da ist eine Orgel. Das ist eine Orgel für die Leute, die mal ein bisschen noch spielen wollen. Dann habe ich hier eine Schellackplattensammlung. Wow, sehr schön. Eine Schellackplattensammlung von über 1000 Stück. Hier haben sie ein Radioapparat, der hat also Drahttonband. Das Tonband hat mit Draht. Ist mit Plattenspieler, also Tonband, Plattenspieler und Radio. Da haben sie aufnehmen können, aber das haben sich nur reiche Leute laufen können, weil das hat ein Jahresgehalt gekostet. Ja, wenn man es überlegt, 1748 DM zu einer Zeit, wo eine Einfamilienwohnung 45 D-Mark gekostet. Ja, das ist ja ein Ding, dass es da schon Tonband gibt. Ja. Radiogeräte haben sie da. Ja. Ein Tonbandgerät ist magnetisch, da ist Metall drin. Das sehen Sie hier bei dem ersten Anrufbeantworter hier, der da unten, sehen Sie die rötliche Platte? Ja. Muss Metall sein, damit es das aufnimmt. Okay. Ja. Und dahin haben sie die. Das sind Singleplatten. Die sind noch jungfräulich, die sind nie gespielt worden.
Ah, da greifen wir jetzt auch mal. Ah, nee, da können Sie da greifen Sie nicht rein. Wieso nicht? Weil die Sachen habe ich oben zum Spielen, die sind jungfräulich und die bleiben so. Ja, ich wollte ja nur mal gucken, was Sie haben. Was ist ja, ein Titel? Da können Sie oben mal gucken, weil so viel Zeit haben wir und für sich. Also, wir haben keine Zeit. Hier haben Sie Transistorenradios. Geil. Und dran, ja. Musikinstrumente. Also solche Dinge, die kenne ich ja auch noch. Ich könnte hier praktisch auch ein Museum aufmachen. Hier haben Sie den Bader. Und was sich alles aus dem Bader heraus entwickelt, also der Friseur, der Barbier. Ja, dann haben Sie hier, dann haben Sie hier den Drogist noch mit dabei, die Hebamme ist mit dabei, der Apotheker ist mit dabei. Und vom Barbier hat auf Deutsch gesagt der Friseur. Und dann haben Sie an den Wand haben Sie Regulatoren, Freischwinger und sonstiges hängen. Mein lieber Freund, was ist denn? Ungefähr so 140 Stück. Und da ist es auch nicht so, dass ich auf Masse gehe, sondern ich gehe auch hier auf Eckpunkte. Das heißt, mich interessiert... Ach so, den kenne ich auch noch. Mich interessiert in diesem Augenblick die Uhr, wo kommt sie her und was ist es für eine Epoche. Ich mache auch ein Museum. Ja, Sie haben zum Beispiel hier die schwarze, das ist ein Wiener Regulareinlagen und Messingintarsien. 1880, Gründerzeit. Und die funktioniert noch? Die funktioniert. Die funktionieren hier zu, kann man sagen, 40-50%. Müssten normalerweise gehen, aber das halten sie eventuell nicht aus. Sehen Sie, hier haben Sie das Ref, ja, was ich Ihnen gezeigt habe. So, das ist fürs Kornmähen. Ja. Und hier unten haben Sie die Sichel. Ja. Und da haben Sie dann mehr oder weniger... Da haben Sie dann mehr oder weniger so gemäht. Ja, die kenne ich ja. Mit der habe ich immer Hasenfutter gemacht. Da haben Sie so gemäht und haben das Korn so zusammengezogen und dann ist es gebunden worden. Ich habe daheim auch ein Museum. Ja, das meint dann jeder, der 3-4 Montagessen Sachen hat, hätte ein Museum. Ja, genau. Hier geht es rund um die Milch. Ja? Und mit der Milch ist es meistens die Firma Miele gewesen. Und deswegen steht auch hier von der Miele eine Waschmaschine. Und eine Schleuder in die neuere Zeit, sodass die Jüngeren auch was mit anfangen können. Ja. Hier kommen Sie in die Landwirtschaft mit dem, es ist alles, man muss sagen, mit 2-3 Gegenständen angesprochen. Und wenn Sie, man muss sagen, speziell ein Museum haben wollen, sind da draußen ein Haufen Faltblätter. Das sind also keine Flyer bei mir, weil Flyer ist ein Wettwerkartikel. Das sind Faltblätter. Ja. Und da sehen Sie die speziellen Museen, wo Sie dann, wo man sagen, Bäckermuseum oder sonst was haben. Ich habe es kurz angesprochen, also den Bäcker, den Metzger, den Gärtner, den Schuster, den Landwirt und die Hausfrau. Das können Sie ja gar nicht alles machen. Das ist ja vor allem Wahnsinn. Wir sind hier über 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche und das selbst da können Sie nicht alles machen. Hier haben Sie die Reiseanbieten. Ja. Hier drin. Tja, sowas haben wir auch vom Odenwald. Ne? Ja. Hier drin ist der Töpfer. Dann ist da hinten die Volkskunst. Krippefiguren. Ja. Der Wiederauferstandene. Die Bibelfliesen. Ja. Der Bändlesänger. Ja. Da gibt es ungefähr 650 verschiedene Bibelstellen in den verschiedensten Ausführungen. Hier an diesen Ecken, das sind Ochsenköpfe und Spinnen. Und da gibt es auch noch Nelken. Und an denen können Sie erkennen, aus welcher Manufaktur und von welchem Künstler, weil das waren Künstler, dieses Teil gemalt worden ist. Ja. Da unten ist irgendwo ist ein ganz dicker Schinken über diese Bibelfliesen. Da ist er. Ja. Boah. Das ist das Bild, was normal immer im Schlafzimmer hing. So, hier haben Sie dann die Zinnecke. Hier haben Sie dann die 12 Arbeitsgänge der Hanf- und Flachsbearbeitung. Hier haben Sie dann den Schmied. Ja. Ja, mit den Fliesen, wo haben Sie die denn her? Die sind aus dem Norden. Ich habe die Friesland-Tour habe ich mitgemacht. Die Antikroute. Und die sind handgemalt oder wie sind? Wie muss man die sich sind das? Handgemalt. Die kommen aus Delft und sonstigen Ecken. Und die werden dann gebrannt? Werden gebrannt. Das Brennen allein ist ein Zunftberuf.
Es ist ganz wichtig im Brennofen, wo Sie welche Sachen... Wissen Sie, in Berlin habe ich einen getroffen, der hatte Patent angemeldet für solche Fliesen. Da konnte man, ich habe einen bei dem gekauft, da konnte man ein Foto abliefern bei dem und dann hat er das mit auf die Fliese, also er hat dann zum Schluss eine Fliese mit dem Foto gekriegt. Ne? Ja. Was es alles gibt, ne? Und da hat er ein besonderes Verfahren gehabt, das braucht man, kann man heute im Internet alles noch billiger her. Also wie gesagt, hier die verschiedensten Wagen, von der Fellerwaage über die Postwaage, Sackwaage, Federwaage, Mondwaage bis zur Präzisionswaage. Die ist von meinem Vater, der war Doktor der Chemie und Biologe. Ach so ist das, und so verstehe. Der Name Nürnberger, deswegen heißt auch das auf Lateinisch Norimbegensis, ja. Das ist, deswegen ist da unten diese Ausstellung Norimbegensis getauft. Ja. Ja. So, und hier kommen Sie in die Fotografie. Präzisionswaage. Salatöl. Das ist die Fotografieabteilung, die ganze Entwicklung. Zeiss, ja. Wow. Und andere Hersteller. Und dann haben Sie noch die Abteilung, wenn einer eine Reise tut. So. Das ist ja derbe. Und dann gibt es da auch jemanden, der das ab und zu mal abstaubt. Ah, yes. Ja, das habe ich die letzten 2 Monate gemacht. Weil ich eine Feier hier veranstaltet habe. Und da musste ich gezwungenermaßen das abstauben. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Spinnenweben sind das Schlimme. Und das Fenster putzen. Ja. Weil da müssen Sie vieles wegräumen, weil ja auch ein Platzmangel besteht. Also hier haben Sie Reise-Kaffeeröster, Reise-Nähmaschine, Reise-Apotheke. Und eine Pistole. Reise-Ofen. Ja. Pistole haben Sie auch. Reise-Bügeleisen. Pistole ist das nicht. Nee, ist ein Feuerzeug. Nein, das ist... Der Erschreckschuss. Nein. Das ist ein Stiefelknecht. Mhm. Und den haben sie mitgenommen, damit sie den im Dunkeln, wenn sie mit der Kutsche gefahren ist, dass man meint, sie hätten auch noch eine Pistole. Ja? So eine Idee muss man kommen, ey. Na ja, sind die gekommen. Hier haben sie ein Reiseharmonium, sehr wahrscheinlich. Das ist für den Lockestab, glaube ich. Vom Prediger bearbeitet. Ja? Ein lieber Freund. Wenn Sie mir versprechen, dass Sie die nächste Ebene, sind also insgesamt 4 Ebenen hier, im Schnelldurchmarsch machen. Müssen wir da auch noch? Ach, das ist ja der Sie müssen nicht, aber dann bitte nur Schnelldurchmarsch. Also gut, dann gib mir. Dann kommen Sie lieber noch einmal. Ja. Das soll ja auch persönlich für Sie was dabei rauskommen. Ja. Und es kann ja sein, dass in Zwischenzeit Ihr Fahrrad schon weg ist, also brauchen wir nicht mehr. Nee, mein Fahrrad ist da, das ist ja wie im Museum. So, die Hälfte der Sache habe ich daheim. Mir hat ja auch mal einer gesagt, ich will lieb in dem Museum. Hier kommen Sie am Scherenschnitt vorbei und Sie sagen, Sie haben die Hälfte zu Hause, dann glaube ich Ihnen das nicht. Okay. Hier haben Sie Scherenschnitte, Postkarten, gucken Teddybären. Ja? Solche Bilder habe ich auch. Ja, das habe ich alles. Hier haben Sie die Münchner Ecke, das Münchner Kindes. Hier haben Sie Mineralogie von Odenwald bis Kanada. Ja. Hier haben Sie das Pardon, man muss sagen, die Rechenmaschine, also das Büro und die Registrierkassen in diesem Raum. Vorne haben Sie einen Balkon zum Kaffee trinken. Bier. Ja. Das ist ein Schuster oder was? Ja. Ich habe die irrtümlicherweise hier hoch, weil Adler drauf stand, aber die Adler, Nähmaschine. Die haben nur den gleichen Namen, haben aber mit der Adler-Schreibmaschine nichts zu tun. Und das sind Kassen? Ah, Aber da oben ist ein Adler-Fahrrad an der Decke, ja, weil der Adler, der fliegt ja. Ja. Und der fliegt auf dem Rücken über den Odenwald. Wissen Sie warum? Was? Der kann das Elend nicht sehen. Ja? Das wollen wir aber so nicht sagen. Guck mal, ein Flieger haben sie sogar. Das ist ein Kunstwerk von einem ganz netten Bekannten. Ich schätze ihn als sehr großen Künstler ein, aber er ist in die Ofenbauerei reingegangen. Aber da ist er auch ganz gut. Okay. Da haben sie den Setzer, den Drucker und den Buchbinder. Auch alles miteinander knapp angesprochen. Da muss man eine Idee haben, mein lieber Freund. Hier haben sie die gute Stube aus der Biedermeierzeit, also 1815 bis 1845. Die hat angeblich 30 Jahre gedauert,
Aber die Schreiner, die haben die Profilhoben erstmal drum und dran von ihren Vätern benutzt. Auf Deutsch gesagt, finden sie sehr, sehr viele Möbel aus der Biedermeierzeit. Auch ist es eine Zeit, wo sich die Landwirte, ja, die größeren, endlich mal auch schöne Möbel haben leisten können. Ansonsten hat es nur eine Truhe gehabt und fertig war's. Ja, da hinten ist eine Knappschnalz-Zählhaspel, so dass sie mehr oder weniger auch die Wolle, die sie gesponnen haben, auch Maße gehabt haben, dass sie sie auf dem Markt haben verkaufen können. Das ist eine 5-Ellen-Haspel. Und die haben wir hier im Odenwald gehabt. Die Elle, die ist 1881 oder 71, ich will es jetzt nicht da genau behaupten, ist die geändert worden. Da haben wir die Frankfurter angenommen, und zwar von unserem Landgrafen, ja, von Darmstadt. Und der hat die dann auf 60 cm gesetzt. Ja? Und die 5-Ellen-Haspel, das heißt also, die hat einen Umfang von 3 Meter. Ja? Und nach jedem 20. Mal ist ein Holz so gespannt, dass es knackt und schnalzt. Ja? Und dann ist jetzt mal ein Strich gemacht worden. Und von daher gesehen kommt auch die Angelegenheit, wenn einer gesagt hat, oh, habe ich jetzt einen Strich gemacht, habe ich keinen Strich gemacht. Hast du dich schon wieder verhaspelt? Ach so, okay. Ja, Sie okay. sehen auch überall hier ein schwarzes Schaf sein, als mit drum und dran. Bei dem Schaf hat man die schwarze Wolle nicht verwenden können, die konnte man nicht färben und ganz und gar nichts. Von daher gesehen war das schwarze Schaf für nicht wolleträchtig, und da hat man halt diesen Satz gehabt. Schwarzes Schaf in der Familie. Ja, ja, aber dass es sowas da gibt. Und dann hat man das hat man nur deswegen eingeführt, weil man das Produkt, was man dann anschließend hatte, den Faden, konnte man Maß dazu sagen. Ja, da konnte man Maß dazu sagen und konnte es verkaufen. Man hat ja auch Dinge verkauft. Ist ja interessant. Genau, wie das Gemüse aus dem Garten, ja, um ein paar Pfennig nebenbei zu bekommen. Wie viel Zier, wie 3 Meter hat es? Das hat einen Umfang von 3 Meter, weil es eine 5-Ellen-Haspel ist. 5 mal 6 sind bekanntlich 3 Meter. Ja? Die sagen so, also hier ist eine Flachsbresche, da ist eine Flachsschwinge, aber das ist auch ein Thema für sich. Das sind nämlich 12 Arbeitsgänger. Und das war eine ganz große Plagerei, und ich will es Ihnen sagen, ich möchte kein Hemd aus Leine tragen, ich hätte sofort einen roten Kragen. Hier sind Küchenartikel, ja? Das Hauptthema ist mehr oder weniger die Kaffeekanne, also die Kaffeebohne, rund um die Kaffeebohne. Und ansonsten halt so, was man an Küchengerätschaften gehabt hat, besonders wunderschöne Technik im Leierbetrieb. Die Leier hier, genau. Ja, Mann. Und der Hinefleischwolf, die habe ich ja auch. Ja. Sie die Einkocherei. Oh, da haben sie ja sogar Obst. Obst, das ist ein Kind. Entsafter. Ein Entsafter. Das haben sie alles hier. Doppelt und dreifach eventuell. Boah, da unten ist ein Riesenteil. Sie haben mir versprochen, schnell. Ja. Sie können wiederkommen, ich habe nichts dagegen. So, hier haben sie mehr oder weniger die Körperpflege und das Wäschewaschen. Ja? Hier haben sie dann auch nochmal diese medizinische Erklärung da und alles mit drum und dran. Das sollte mal in Dresden landen, aber ich habe es Gott sei Dank bekommen. Ja? Eine alte Waschkommode von früher, Waschlafour, also diese ganzen französischen Namen wie Pochamba, Portemonnaie, Waschlafour, das haben wir ja dank Napoleon, haben wir das ja hier. Auch diese Sprache, was mir besser gefällt als wie es Englisch, aber das ist wurscht. Hier haben sie die ganze Entwicklung zur Waschmaschine, und ich sage, das fängt schon beim Waschbrett an. Dieses Gribbel da mehr oder weniger haben sie auch in den Waschmaschinen. Dann geht es weiter, dann haben sie hier Wäschekompressor nennt man sie hier, diese ganzen Dinge, damit Luft und Sauerstoff in die Wäsche reinkommt. Ja, und das haben sie dann nachher hier. Bei dem, wo die Löcher drin sind in der Waschmaschine. Das habe ich noch nicht gesehen, aber das Ding da vorne, sowas habe ich auch schon gesehen. Da kommt zum Beispiel bei unten heißes Wasser rein, und dann leiern Sie das durch. Und hier haben Sie bereits einen, wo Sie unten Feuer machen können. Sehr gut. Ja? Und dann ist dann, so oben, dann ist dann oben die Form, die ist heute noch gegeben. Ja? Dann leiern Sie die ganze Waschmaschine, leiern Sie dann hier durch. Ja, und so entwickelt sich das alles miteinander weiter. Ja? So, hier haben Sie die Wäschepflege. Das ist ein Lockestab oder so. Ja. Hier haben sie Mangel, Bügeleisen,
Wäschepflege und nochmal ein bisschen trachten. Und die ganze, das ganze Bügeleisensortiment von Gas, Petroleum, Öl und sonstigen. Ja? Das müssen Sie alles sauber halten. Ich werde verrückt. Ja. Oh, guck mal, wo kommt denn das her? Das ist aus der, das also ist, das Thüringen oder wo? Das ist die Grube. Ja. Mhm. Denn ihr tracht an Gelegenheit. Komm, komm, der Herr. Komm. Da muss man aber schon ein Faible dafür haben, oder? Strickmaschine. Bügeleisen. Englische Erfindung. Wow. Auch da habe ich die Weiterentwicklung von der Strickmaschine bis zu der 1970. Ach, die Odenwälder Tracht, Herr Besauer. Das ist die Odenwälder, ja. Mein Hut, der hat drei Ecke. Es ist an für sich auch, das ist die, sehen Sie dahin, die Ochsenfurter Tracht. Okay. Ja, die sogenannte Ochsenfurter Tracht. Die Hohenloher. Ja? Mhm. Das war ja alles mehr zusammen und wir haben den Napoleon schon einmal gehabt. Der hat ja da einen Strich durchgezogen. Ja? Bohne. Das ist Mainfranken. Sie sehen es hier unten. Wenn Sie jetzt durch ich noch übertreibe, sehen Sie da unten in der Tracht das M? Das ist Mainfranken. Ach, hier. Ja, ist aber die Odenwälder Tracht mit der Haube. Aha. Auch wieder dem Don gekommen, wenn die unter die Haube kamen. Ja. Die ist unter der Haube oder hier bei dem, die sind, immer meinen ab, die sind so in die Cache, ja, mit dem Spitz nach vorne. Aha. Wenn sie aus der Cache rausgekommen sind, haben sie so getragen. Man muss gleich, wer ist verheiratet, wenn nicht. Und da sagt man noch scherzhafterweise, dann hat er so ein Brett vor dem Herrn. Ja? Sind Sie der Meinung, ja? Das sagt man. Ach so. Das ja. Der Luther, Herr Besauer. So, hier haben Sie halt noch mal Fernschreiber. Hier haben Sie den Reservisten, Pfeifenstöcke, Krüge, Gläser. Und Tassen. Die Reservistentasse hat eigentlich immer nur die Mutter bekommen, die zu Hause geblieben ist. Hier haben sie die Raucherei. Wow, ja. Den kenne ich auch noch da. Ja. Sehr gut. Sind Sie Raucher? Ja. Sehen Sie, dann streite ich nicht mit Ihnen. Nee, es hat ja gar keinen Sinn. Es steht da oben drauf, du sollst dich nicht mit Rauchern streiten. Schließ Frieden mit den Todgeweihten. Ja, okay. Ja? Die rauchen wohl nicht, oder wie? Oder, nicht oder? Mehr. Nicht also, mehr, seit okay. 30 Jahren. Rauchclub. Ja. Ach, das ist ja der Tabak. Hier, der war dann heute beleuchtet, da sind dann einzelne Biergläser drin. Das ist achtbar, und hier, das kann man ganz kurz mal zurücktun. Das ist dann die ganze Dia und Fotografie von der Lateiner Magica bis zu den bewegten Bildern. Ja. Boah, da oben. Bis zu den ersten Filmangelegenheiten. Ach, das ist ja oben ein Dia-Projektor, ne? Das habe ich auch letztens gehabt. Siegelabteilung. Und hier bitte aufpassen, hier ist Glas. Ja. Oh, Jesus, nee, was sind das alles? Hier drin ist also Doppelglas, Überzugsglas, Überfangglas, Bauernglas, ja? Wein, gefärbtes Glas, geschliffenes Glas. Ja? Hier ist Chemieglas, ja? Und ist das ganz dünne Lauscherglas. Dann haben Sie hier die Holzverarbeitungsangelegenheit, den Zimmermann, Schreiner, Böttcher und Wagner. Ja. Und hier hinten haben Sie dann noch einmal das, was ich unten gesehen habe. Da haben Sie noch mal Drumsägen mit der Wolfszahnung, ja. Mhm. Mit der Dachzahnung. Ja. Und hier haben Sie den Wandergesellen. Ja. Oh, das sind ja die Hobel, die hat mein die Großvater gehabt. Ja. Profilhobel, ne? Das habe ich Ihnen ja vorhin gesagt, das sind die Eisen, die selbst hergestellt worden sind und vererbt. Ja, genau. Ja. Muss man sich mal überlegen, für jedes Profil haben die da. Braucht die unzählige Angelegenheit, um hier so ein Kopf. Ja, genau, das muss man sich wohl überlegen. Ne? Und so. Das da, das sind die lange Hobel. Und was ist lange? Das ist eine Raubank. Mein Herr, ja, gut. Deswegen habe ich da unten auch alles hingeschrieben. Ach, das da, ja. Ich habe gedacht, Sie haben sowas. Ja, sowas, nee, ich habe es nicht mehr. Das hat das Museum in Waldürn gekriegt. Sehen Sie? Ja, sehen Sie, ist alles ja, in Waldürn gelandet. Waldürn, da war ich noch nicht drin, nee. Das habe ich dem Heimatmuseum vermacht. Was, ja. Was die mitgemacht hat, weiß ich nicht. Sowas,
Das ist Küferabteilung. Ach so. Das ist ich kann mich aber daran erinnern, der hat so ein Ding gehabt, und zwar Schraubzwinge oder wie die heißen. Da ist es ja. Dieses Ding. Ja, ja. Hier machen Sie die Rillen in das Fass rein für den Boden. Ach so. Ja, und das da oben wird dann abgehobelt, das ist dann der Endhobel. Ich habe also den Braumshobel und sonstige Sachen, wie auch die Fügebank, das ist also Küfer alles. Also Sie haben auch hier diese Berufe alle miteinander ein bisschen angesprochen. Ja? Aber dass das eine Raubank ist, wusste ich nicht. Okay. Das ist eine Raubank. Aber gut, das kann ich glaube es Ihnen. Ja. Die ist so lang, damit die Fuge, die Sie hobeln, nicht hohl. Oder nicht ja, ja, genau, ja, dass ja, die schöne ausgeglichen ist. Deswegen haben Sie die beiden Auslage drauf. Ja, ja. Ich habe oben in der Fachschule auch Schreiner gelernt. Ach so, deswegen. Okay. Ich habe einiges gelernt. Okay. Kaufmann, Schreiner und Erzieher. Okay. So. Sind wir bei Ihnen richtig? Hier habe ich an meinen Gesellen, ja. Raubbank, so habe ich aber auch einen Gesellen. Den habe ich in der letzten Angelegenheit eine Feder in die Hand gedrückt und einen Schraubenzieher und der Auftrag, er soll alle gucken, wo alle Schrauben locker sind. Und dann habe ich ihn da unten eine goldene Platte hingemacht, weil Handwerk hat goldenen Boden. Ja, das ist richtig. So. Ja. Und so einen Schrank habe ich ja. Also ich habe hier das muss ja auch. Wenn man mehr Zeit hat, ja, dann haben wir hier ein Kasten Bier, Gummenfaust, jawohl. Ein Kasten Bier, sondern dann ist hier mehr oder weniger für schöne, gemütliche Gesellschaften, ist das hier der Kaffeesaal. Sehr schön. Ja, das heißt also, die meisten, wenn wir sagen, die meisten Leute gehen ungern alleine, wie die Damen, immer zu zweit und zu dritt auf die Toilette müssen Museumsbesucher immer in einer Horte kommen, ja, von 10 Leuten. Und Sie haben die Räumlichkeiten hier gesehen, da passen keine 10 Leute rein. Und ich kann mir auch nicht das alles miteinander anhören, wie Sie ja schon ein bisschen gesagt haben, und das habe ich zu Hause und das habe ich ja. Dann verliere ich mein Konzept. Ja, genau, das ist mir schon klar. Und so selten, wie man das macht, bin ich dann fix und fertig, ja, nur um die anderen unterhalten zu haben. Ja. Mühle haben sie auch da. Ja. Spielen sie auch. Mühle. Da haben wir verhindert gespielt. Nee. Hier haben Dame. Sie natürlich logischerweise, was der Kaffeesaal ist, hier haben sie die einzelnen Epochen, also Biedermeier, Truhenbank und, was es an Möbel gegeben hat. Da hinten das Sofa ist zum Beispiel drittes Rokoko, Louis Philippe. Ja. Das ist also nach Louis Philippe, also nach Frankreich, dem Fürsten da benannt worden. Ja. Was ist denn das? Das ist eine Kanone. Kanone? Da tun sie Teig rein und leiern und ziehen dann auf dem Blech zurück und dann wird es in kleine Stücke geschnitten. Und dann haben sie da Biskuit und solche Sachen. Ja. Jo. Sehr schön. Also, dann bedanke ich mich mal. Jetzt bin ich irgendwo angekommen. Ja, das ist ja fantastisch. Das ist die sogenannte Strumpfstrickmaschine. Sie haben ja die andere Strickmaschine schon gesehen. Das gibt es auch. Da ist steif und. Und wann die, als mit ihrem Schiff rübergesegelt sind von dem Norden da, von den Friesen, ja, nach England oder sonstigen wohin. Und da haben die Freudendamen, die haben ja kein Geld für ihren Dienst nehmen dürfen. Ja? Und dann haben die in ihren Schaufenster solche Hunden, einen Menschen und ein Weibchen reingestellt. Und dann haben sie gesagt, ja, auf Deutsch gesagt, sagen wir mal Bereitschaftsdienst. Ja? Und dann haben die kein Geld dafür gekriegt, sondern die Freier, die haben die Hunde bezahlt. Hunde gekauft. Deswegen, ach so, die haben deswegen die nennen die sich Puffhunde. Die haben die Frau zu Hause geschenkt. Ja. Aber wenn die dann wusste, wo sie herkam, war es alles. Gut, oder? Ja, das ist dann auch rausgekommen. Ja, ja. Diese beiden haben auch eine schöne Geschichte. Die hat ein katholischer Pfarrer gekauft gehabt. Ja. Oben in Friesland, ich meine Jemen oder wie es hieß. Ja. Und den habe ich mal wieder besucht. Ja. Und dann hat der mir die Hunde da verkauft. Und er hat gesagt, die sind zurückgebracht worden. Nachdem der Pfarrer gewusst hat, was die für eine Geschichte haben, hat er sie nicht mehr haben wollen. Da habe ich gesagt, ja, mir gefallen sie uns gut, ich nehme sie gleich mit. Ja? Puffhunde, habe ich noch nie gehört. So. Gibt's das auch? Das machen wir hier oben raus. Puffbären. Oben ist noch das Spielzeug, aber das ist nicht so interessant. Das können Sie in allen Ecken sehen. Da ist oben der Winter, die Winterabteilung. Dann ist Eisenbahn und sonstiges. Und dann sind noch Puppen, das ist meine Teeküche. Sehr schön, sind noch sehr schön, Puppen, sehr schön. Puppenstuben und Burgen für die Kinder zum Spielen. Ich gehe gerade nochmal. So. Ah, guck, da jetzt bist du. Jetzt bringe ich den Herrn raus, damit ich weiß, dass er draußen ist. Ja, genau. Damit man nicht noch...
im Museum verbleibt. Ne? Nicht, dass Sie noch einen steifen Arm kriegen. Ja, findest du es sehr okay. Ei. Burschenschaft haben sie auch. Und ich denke mir ab und zu, ich weiß nicht, warum die Leute nicht kommen. Haben sie Angst, dich zu blamieren? Oder doch wo? Das fällt auch nicht so ein. Das, ich weiß auch nicht. Man denkt halt, das haben schon welche zu mir gemacht, ich müsste mehr Werbung machen. Ja. Haben die gesagt, so. Ja. Ich sagte, du weißt doch, dass ich da bin. Was soll ich für dich auch noch Werbung machen? Guck mal, Postkarte und die Deutsche hier Post. Hier sind die ganzen Fachblätter. Ja. Ich habe schon gesehen. Ja, ich habe Kotzio ist hier, die Hasselburg ist hier und der Gruberhof, logischerweise das, was hier in der Nähe ist. Ja, ja. So, also da, Kohleofen auch noch da, Kapit. Ja. Ei. Ups. So. Immer durch Knirpse. So. Ja, da muss man drauf kommen, ne, was alles gibt. Was es alles gibt. Ich gebe Ihnen noch eine Karte mit, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe eine sehr interessante Internetseite. Sind eigentlich mehrere Seiten. Ich habe es in 7 Abteilungen getrennt. Sie müssen dann. Ich habe es gewusst, hey. Ich habe es gewusst. Das Ding ist tatsächlich eine Presse. So wie ich sie bauen will. Die gibt es schon. Ich habe es genau gewusst, dass es jetzt schon. Das muss schon längst, war das klar, dass es sowas geben muss. Es ist ja fantastisch. Genau so. Nur, dass ich einen Hebel drauf machen will von 1,50 Meter Länge. Der Hebelarm soll 1,50 Meter werden. Und dann hat man hier ein Megapont, eine Tonne Druck will ich erzeugen. Ach, das ist ja fantastisch. Muss ich jetzt mal sagen. Ich habe es gleich gewusst, dass es das schon gibt. Es liegt ja auf der Hand, dass es sowas geben muss. Und da vorne wird es festgehalten. Das ist das Geniale. Da drin wird es festgehalten. Zack. Tja, das ist alles einfach gesagt. 1849. Okay, 1849. Aha. Revolution. Und da haben sie ein Joch. Aha, das gibt's auch. Ja, prima. Habe ich Ihnen umsonst etwas versprochen? Nein, genau. Das ist das Prinzip, was ich bauen will aus Eis, aus Stahl. Ja, sehr gut. Jetzt meine Kamera gleich am Ende. Ich hab ein Schild. Also, Maschine, denkst du mal, meinen Kopf durchsteckt, ist ja schön frisiert. Also, Herr Dürnberger, ich freue mich, dass ich mir das so eine schöne Führung gemacht habe. Ja. Und ich komme wieder mal vorbei. Und den Film können Sie jetzt demnächst bei YouTube sehen. Ich schicke Ihnen dann den Link. Aber wie gesagt, nicht alle Teile. Nein, okay. Wenn Sie so Sachen, Teile bringen, wie dort der Anfang, wo da die landwirtschaftliche Sache ist, da die... Ja, ich werde schon sehen. Ja. Weil unter die Schreibmaschine muss man schon vorsichtig sein. Also, gut. Besten Dank. Ja, weil auch die... Was will man da noch sagen? Ist alles gesagt. So, also, jetzt. Schauen wir weiter. Jetzt sind wir los. Naja, Glück gehabt, oder? Wäre ich jetzt schon daheim. Weiß nicht. 5 Minuten machen, da sind wir aus. Schau mal. Das ist fett. Ich mal lieber noch ein Eppelwoll, oder? Ja, okay. Boah, ist richtig kalt worden jetzt.